So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Folge von der Koop Couch. Ich finde das immer so ein bisschen witzig, dass der Kanal Die Koop Couch heißt. Und dann finde ich, dass man immer sagt, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Die Koop Couch. Just in diesem Moment, wer die letzte Folge gesehen hat, was wir empfehlen können. Ich habe dir jetzt gerade mal den Original Jabba the Hutt gezeigt. Alter. Das kanntest du nicht. I am shocked, I must say. Ja gut, okay. Also ich habe das auch ehrlich gesagt lange nicht mehr mit den Augen mir so angeguckt, dass ich gedacht habe, so okay, cool, also... Keine Ahnung, also wir hatten es ja schon häufiger davon, dass du gesagt hast, dass dir irgendwie aufgefallen, was war die eine Nummer, die, okay, 5 Sätze angefangen, von vorne. Du sagtest ja auch mir schon einmal, dass sich das wahnsinnig genervt hat und ich dachte, darauf wolltest du in der letzten Folge unter anderem auch hinaus. Ja. Dass George Lucas mit Episode 1, 2 und 3 eine Verbindung herstellen wollte zwischen der alten und der neuen Trilogie. Ja. Und er hat das ich weiß nicht mehr in wie vieler Art und Weisen gemacht. Ich weiß, dass es zum Beispiel Das Imperium schlägt zurück einen Funkspruch gibt von Darth Vader an den Imperator, was ich auch scheiße finde, weil den Imperator sieht man zum ersten Mal in Episode 6 und ich finde auch sehr atmosphärisch, wie der eingeführt wird. Und da sieht man ihn quasi zum ersten Mal jetzt halt in so einem komischen Funkspruch halt irgendwie, wo ich nicht down mit bin. Und dann, das, was ich noch schlimmer finde, ist am Ende von Rückkehr der Jedi-Ritter, wo alle auf Endor feiern und man halt nochmal die Geister Jedi-Ritter sieht von Yoda, von Obi-Wan und von natürlich Darth Vader, wo ich jetzt nicht mehr weiß, wer den gespielt hat. Das ist jetzt ganz, ganz, ganz schlimm, dass ich das nicht weiß. Aber man sieht halt tatsächlich den jungen Anakin dann plötzlich, der halt den alten Darth Vader-Schauspieler ersetzt hat. Ob es der junge Obi-Wan ist, glaube ich nicht mehr. Ich glaube, das ist nach wie vor der alte Obi-Wan. Aber es macht halt keinen Sinn. Es ergibt null Sinn, weil diese Geister ja immer so appealen, glaube ich, wie man sie zuletzt gesehen hat oder wie sie halt irgendwie waren. Also es macht halt doppelt und dreifach einfach keinen Sinn. Und da bin ich wirklich total sauer. Ich hätte einfach gerne eine Trilogie der alten Teile in 4K oder in einer guten, restorten Bildqualität, aber ohne Schnickschnack. Einfach wie es früher war. Ohne zusätzlichen CGI, ohne irgendwelche Abwandlungen, ohne irgendwelche Sachen. Bin ich auch schon gewesen, da wo du gerade bist. Da muss man, glaube ich, zusammen was machen. That's a pain in the butt, I must say. Und weil ich finde, er hat halt einfach sehr viel verschandelt. Also gerade diese Jabba-Szene, mir war das auch nicht bewusst, dass es irgendwie eine Version 1977, eine Version 1997 und eine Version 2004 gibt und die 2007. Oh, was? Und die das hast du viele Zahlen. Und die 1997er Version, diese Special Edition Version oder was auch immer das war, die sieht auch nicht mehr so rosig aus, muss man sagen. Alles einfach belastend. Ja, ich weiß auch nicht, warum man immer von allem noch einmal irgendwie ein Remastered machen muss und das irgendwie, ich verstehe das auch einfach nicht. Wieso kann man nicht einfach appreciaten, was man damals alles mit den damaligen Möglichkeiten gemacht hat? Und ich finde das so atmosphärisch. Also echt, kommen jetzt die ganzen Millennials nicht drauf, ne, gerade Millennials kommen drauf klar, die ganze Gen Z X kommt nicht drauf klar, dass es auch vor deren Leben schon Special Effekte gab, die vielleicht dann nicht so fancy waren wie heute. Ich finde das voll okay. Und ich muss ja dazu sagen, ich hatte das Glück bisher, weil ich war ja schockiert, als du mir das erzählt hast. Als du mir gesagt hast, ja, du hast die Remastered-Version gesehen und als dann da plötzlich da auf einmal Anakin Skywalker da auf einmal damit spawnt und man, ich habe ja nur die Version gesehen, in der Darth Vader aufgetaucht ist, fertig ist. Ja. Und da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich das anders nicht sehen musste, weil also das hätte mich ja richtig traurig gemacht. Also das wäre, nee. Also deswegen war ich schockiert, als du mir das erzählt hast, dass irgendjemand auf diese blasphemische Idee überhaupt kam. Du wirst es nochmal sehen, weil wir planen ja schon seit längerem so ein Rewatching mal von allen Teilen. Also oder zumindest mal gucken wir mal, wie weit wir nach Episode 6 noch kommen. Also das ist für mich auf jeden Fall der wichtigste Rewatch. Dann wirst du es nochmal sehen und it's not that good.
Ich glaube auch, es ist nicht sonderlich gut gealtert, ja. Es ist leider so. Ja. Ja, also ich, ja, wie man vielleicht in der letzten Folge rausgehört hat, ich bin nicht der größte Fan von Episode 1 bis 3. Es, ja, und aber dafür, und jetzt kommen wir vielleicht zum kontroverseren Teil, zum Disney-Teil, den ich ja das letzte Mal auch schon versucht habe anzusprechen. Ja, sie haben es sich einfach gemacht. Es gab wieder einen Todesstern, auch der musste wieder zerstört werden. Und ja, sie sind da ganz klar auf jeden Fall eine Nummer sicher gegangen. Aber ich fand die nicht schlecht. Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Teil 1 bis 3 und 4, 5, 6, 7 bis 9... dann würde ich Zweiteres wählen. Also, ich meine, ja, ich habe neulich so einen genialen Post gesehen zu Star Wars und ich habe es dir schon mal gesagt und ich fand das eine sehr schöne Allegorie, die ich eigentlich nur so unterschreiben kann. Und zwar, Star Wars ist wie ein Gang zum Restaurant. Es gibt halt einfach Sachen, die mag man besonders gerne und die bestellt man auch immer wieder gerne. Und es gibt Leute, die halt andere Sachen auf der Speisekarte halt gut finden. Und mein Gott, spuckt den Leuten halt nicht ins Essen. Jeder soll essen, was er will und dafür nicht gehatet werden an der Stelle. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Also wenn es Leute gibt, die Teil 1 bis 3 richtig gut finden und dann zum Beispiel sagen, ja, aber sorry, die anderen Teile, das geht einfach gar nicht. Die ich jetzt gar nicht mal schlecht finde, die 9, hat auch das seine Daseinsberechtigung. Aber ja, bei mir ist es halt so und das ist auch okay. Anders eben auch. Amen. Ja, das kann man halt, ja, finde ich sehr, sehr okay, diese Einstellung. Das ehrt dich halt auch irgendwie, aber trotzdem, weiß ich nicht, ist es ja schon ein bisschen weird, dass man, also ich finde die Filme nicht gut, sag ich ganz ehrlich. Ich finde, das ist sogar absteigend. Also ich würde sagen, 7 geht so, 8 ist eine Katastrophe, 9 ist wirklich Abfall. Also es ist einfach unfassbar. Also ich finde diesen Film richtig, richtig schlimm. Und das ist auch der Moment, wo ich auch nicht mehr ins Kino gegangen bin. Also nach 8 bin ich nicht mehr ins Kino gegangen für Star Wars. Ich dachte mir, nee, die kriegen nicht meine Kohle. Ich habe das dann auch bei Disney Plus nachgeholt. Oh wow. Dass du so eine starke Einstellung dazu hast, wusste ich gar nicht. Ja, nee, das ist halt einfach. Nee, es ist auch einfach für mich dann auch verschwendete und also Zeit, wo ich mich ärgere halt einfach. Weil, und jetzt ist vielleicht das nächste Thema am Start, man an den aktuellen Serien merkt, wie es eigentlich wieder richtig geht. Ja. Und man sich halt schon die Frage stellt, also das ist ja generell ein grundlegendes Problem, dass Serien anders funktionieren, also wie die Industrie, die meint, Geld damit machen zu müssen, das einschätzt, wie Serien konsumiert werden und was da der Fokus ist und wie Filme konzipiert werden. Filme sind heutzutage wirklich so schnelllebige Achterbahnfahrten. Also ich sag mal so das klassische Kino, wo Leute wirklich noch ins Kino für gehen. Ne? Ich meine jetzt nicht irgendwelche Dramen oder irgendwelche, es gibt immer noch gute Filme. Ich möchte jetzt nicht das ganze Kino verteufeln. Wir gehen immer noch sehr gerne in Programmkinos, die einen Charme haben. Ne, aber auch nur dein, für ausgewählte Filme und da sehen wir wirklich sehr, sehr gute Sachen. Aber ich rede jetzt wirklich Popcorn, was man heute unter Popcorn-Kino versteht. So, das sind heute schnelllebige Sachen, die möglichst viel Inhalt in möglichst kurzer Zeit irgendwie abfeuern, die irgendwie keine großartig durchdachten Stories halt irgendwie haben. Man wird ein bisschen wie bei einer Achterbahn, ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, dann Looping, wow! Und am Ende vom Tag gehe ich wieder nach Hause und wenn das nicht rund war, ist es mir ehrlich gesagt in dem Moment scheißegal. Also es ist schon so ein bisschen niedere Unterhaltung. Und die Star Wars Filme passen da für mich halt einfach komplett rein, weil es gibt Dutzende von Aufarbeitungen, warum diese Star Wars Filme einfach nicht gut sind. Also warum sie keine Spannung aufbauen können, warum sie so schlecht sind, sich zu erklären, warum da kein roter Faden halt einfach irgendwie erkennbar ist. Und ich stimme dem immer allem zu und ich finde halt wirklich, Popcorn-Kino ist halt einfach schlechter geworden. Das kann ich mir halt einfach alles nicht mehr geben. Und da ist halt leider auch Marvel mit drin. Ich möchte jetzt nicht ausschweifend sein, aber auf jeden Fall ist das ein generelles Problem. Und bei Serien nimmt man sich plötzlich wieder Zeit.
Vielleicht, weil man mehr Zeit auch hat, aber man nimmt sich plötzlich wieder Zeit, Figuren zu erklären und ein Universum einzuleiten und ein bisschen Tiefe reinzubringen und Ruhe reinzubringen. Und das ist das, was mir an Serien einfach da besser gefällt. Und Star Wars kriegt das in dem Zuge auch gut hin. Du wolltest ganz fest die Hand gehoben in so einem... ja, im Sinne von, darf ich kurz... ja, mach den mal kurz, aber ich bin gerade... Also ich bin gerade ein... Ach, okay. Ach, du darfst auch Boba Fett sein, während ich den will? Okay, krass. Haben wir nicht schon mehr? Darf ich kurz vielleicht haben sie das gepatcht. Ei? Darf ich kurz ins All? Ja, du darfst ins All. Menschenpatch, das wäre ja mal was ganz was Neues. Also. So, jetzt habe ich ganz lange geredet. Nee, kannst du das gut. Kannst du nee. Natürlich Bezug dazu Schatz, nehmen. Schatz, ich lerne dich einfach neu kennen über diesen Podcast. Es ist einfach, mein Gott. Ja. Nee, ernsthaft, spannende Einstellung. Also ich muss tatsächlich dem zustimmen. Ich bin, seit Breaking Bad, eine der geilsten Serien meiner Meinung nach, habe ich für mich gemerkt, krass, okay, in so einer Serie nimmt man sich die Zeit, so krass auf Leute und einzelne Charaktere irgendwie einzugehen und so richtig mit denen mitfiebern zu können. Das kannst du gar nicht in der Kürze eines Filmes so schaffen. Und Dialoge vor allen Dingen. Ja. Also Dialoge wieder zu einer Wichtigkeit zurückbringen. Ja, Mann. Dass Menschen auch Konflikte austragen und Emotionen haben, die eine andere Person betrifft und so weiter und so ja. fort. Ne? Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Stärke das stimmt. der Serienkultur. Und gerade bei der Schnelllebigkeit, die man heute, also gerade die Schnelllebigkeit, die man irgendwie erlebt und bei Filmen jetzt zum Beispiel, also wie gesagt, also ich meine, schau dir jetzt mal die Geschwindigkeit der letzten Star Wars Filme an im Gegensatz zu dem mittleren Teil. Ja, also die ersten, die jetzt, also Ja. Ne, die rauskam. Das ist ja eine ganz andere Dynamik. Ja, und ach so, in die Taxis soll ich ja, lol, ey. Und ich finde diese, also wenn man eine gute Serie hat, ja, wenn man eine gute Serie hat, dann hat man halt, dann haben die Eier, sich Zeit zu nehmen. Und das finde ich, also A, das ist schon mal eine Seltenheit. Also wie gesagt, also bei Breaking Bad zum Beispiel, das fand ich einfach richtig, richtig gut. Und, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Was wollte ich denn sagen? Ja, ich gucke generell, glaube ich, lieber Serien als Filme, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste. Wenn wir jetzt sagen, so, für den Rest deines Lebens Serie oder Film, was würdest du machen? Ich würde auf jeden Fall Serie wählen. Boah, ich könnte mich da nicht entscheiden. Ja, wenn du müsstest, ja. Das ist ja der Witz an dem Spiel. Du musst dich entscheiden. Boah. Ich glaube, ich würde auch Serien nehmen, aber unter Protest. Ich würde den hier machen. Was ist die das? Drohnen? Niemand weiß. Ah, achso. Finde ich geil. So. Übrigens für die. Ja. Ich würde drohen und schimpfen, aber dann auch sagen, okay, machen wir jetzt halt so. Ja, genau. Nee, aber. Oh, was ein Witz. Okay, hier sieht man wieder einmal, das ist ein Paradebeispiel dafür, dass Dinge nicht durchdacht wurden. Das ist ein Hütchenspiel. Es ist ein Hütchenspiel, aber die Hütchen. Ja. Ihr Spaßvögel, ihr alle. Ernsthaft jetzt, wirklich? Ja, es ist ein Hütchenspiel, aber also abgesehen davon, dass mir das jetzt angezeigt wird, ja, herzlichen Glückwunsch. Dürfen wir das kurz mal erklären? Diesen Kringel, den ihr da seht, auf der Kim-Seite, den haben wir freigespielt. Das ist ein Feature, was wir uns erspielt haben. So. Ja, aber das und, Blöde ist, dass das... und das hebelt jetzt dieses ganze Rätsel aus. Das ist schon ein bisschen blöde. Ah! Ja, okay, danke. Aber das Problem ist halt einfach, weil wir halt zu zweit sind und ein Splitscreen spielen. Ja, danke schön. Fahren die Dinger ab und zu aus meinem Sichtbereich und dann kann ich sie nicht sehen. Sprich, wenn ich diesen mir verdienten Kringel nicht dazugeholt hätte, dann hätte ich das jetzt nicht lösen können, das Rätsel. Zumindest erst nach ein paar Ansätzen. Ach ja. So ist das. So ist diesen. Aber wo war denn stehen geblieben? Bei Serie oder Film. Und ja, wie gesagt, ganz klar Serie. Und so viel Protest würde ich da gar nicht abgeben. Also eine Sache, auf die ich ja immer noch händeringend warte, ist eine gute Horrorserie. Fällt mir jetzt auf die Schnelle keiner ein. Auch nicht American Horror Story. Also die haben seit den letzten Staffeln abgebaut, leider. Finde ich zumindest. Also, um mal ganz kurz einen Exkurs zu machen, meine absolute Lieblings
Lieblingsstaffel ist die mit den Hexen und dann kommt auf jeden Fall Asylum. Also die finde ich mega, obwohl sie da sich auch, ja, egal, guckt das euch an. Das ist wirklich ein krasser Bruch, ja, gerade. Ja, gut, ist ja gut, ist ja gut. Entschuldigung, dass ich rede. Auf jeden Fall, das war... Es gibt keine gescheite Horrorserie, das will ich damit sagen. Mhm. Und das ist schade, das würde mir arg fehlen, weil wie gesagt, Horrorgenre ist genau mein Ding. Aber auf jeden Fall würde ich mich für Serie entscheiden, weil halt einfach alleine jetzt eben, lass es die letzten Star Wars Filme sein und die letzten Star Wars Serien. Sorry, Leute, muss ich nicht lange überlegen, ganz klar die Serien. Ja. Ganz klar. Und da sind wir dann auch schon beim nächsten Thema, und zwar die neuesten Star Wars Serien. Die sind, wir haben jetzt gerade Kenobi fertig geschaut, aber wir werden nicht spoilern, keine Angst. Zumindest werden wir es vermeiden. Ich kann das ja richtig gut. Ich hau ja manchmal voll die Spoiler raus. Ist egal, ich hab ein Quarkgeräusch, ein Entengeräusch runtergeladen. Zur Not quark ich einfach die Spoiler einfach wieder weg. Geil. So. Hattest du den einen Spoiler, den ich rausgehauen hatte, eigentlich gequarkt? Nee, weil wir das Material nicht rausgehauen haben. Wenn du dich erinnerst. Das, gut, das finde ich gut. Also man muss auch dazu sagen, wir hauen nicht einfach alles, also wir ergießen uns jetzt hier nicht nur irgendwie in dem, was uns gerade einfällt, sondern wir rekapitulieren das auch später nochmal. Wir hatten auch schon Folgen, wo wir gesagt haben, nee, fühlen wir nicht, war langweilig, ja. Deswegen ja. Lassen wir das einfach. Ja, das stimmt. Und das ist auch gut so. Bist du fertig mit deinem Gedöns, was du da machen wolltest? Ich mache jetzt irgendwie, also hier ist irgendwas. Soll ich irgendwas mit dem Ball machen? Ich weiß es nicht. Aber das ist ein Problem für eine andere Situation. Ich muss jetzt Rala D catchen, wo auch immer die ist. Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt gerade Kenobi fertig geguckt. Wie gesagt, wir werden nicht spoilern. Aber ich muss sagen, geile Serie. Also ich war, als ich gesehen habe, um welche Figuren es sich so handeln wird, habe ich erst gedacht, ich weiß ja nicht, okay, wie gucken wir uns an? Ja, vor allen Dingen, also man muss halt sagen, das Interessante daran ist halt, dass das natürlich auf Episode 1, 2, 3 aufbaut, von denen wir jetzt gerade schon gesagt haben, die finden wir scheiße. Und dann das fortlaufend erzählt zu bekommen, also quasi als Anschluss an Episode 3, das ist ja schon spannend. Ja. Und dass man es dann auch noch gut fand. Also das ist kein Spoiler, by the way. Das ist wird... Ja, klar. Also das merkt man ja schon, wenn man sich irgendeinen Trailer angeguckt hat oder sowas in der Richtung. Genau. Also das schließt halt so ein bisschen an diese Handlung halt irgendwie an. Und mich hat das auch fasziniert, dass ich tatsächlich plötzlich eine Bindung zu Episode 3 hatte und plötzlich es cool fand, dass das in geiler Art fortgesetzt wurde, genau. Weil man sich ja schon denkt, Story-Abschnitte in Episode 3, wie gesagt, den finde ich gar nicht mal schlecht, also dann kann man sich ja über den Cast und wie sie das gemacht haben und dass man das Gefühl hat, dass dieser Darth Vader-Helm einfach, dass da kein einziger Fingerprint oder irgendwie, der sieht halt einfach so artificial glänzend aus in Episode, das ist alles irgendwie ein bisschen too much. Also, ne, aber grundlegend, das Story-Konzept, was in Episode 3 passiert ist, ist ja schon ein ernstes Thema und hat ja schon eine krasse Auswirkung auf das ganze Universum und alle erzählerischen Aspekte gehabt. Und dass das dann weitergeführt wird in der Serie und mich das dann auch noch emotional gecatcht hat, sage ich mal, fand ich schon, da hat mich selber überrascht. Habe ich mich selber überrascht. Da habe ich gesagt, Mensch, Fabian, habe ich gedacht, hätte ich nicht von dir erwartet. Schön gesagt, auf jeden Fall. Oh mein Gott, hier ist alles voll mit Essen. Guckt euch doch mal an, diese Sandwiches und Kuchen und die kleinen Drumsticks. Gott, ist das niedlich. Guckt doch mal. Oh, ist das süß alles. Es ist schon wirklich sehr, sehr süß. So viel Liebe zum Detail, wirklich. Wie gesagt, das Gameplay suckt hart zwischendurch. Also wirklich richtig hart, aber
so viel Liebe zum Detail. Ey, die haben sich da schon wirklich ein Shitload an Mühe gegeben. Das ist so süß alles gemacht und so. Das ist einfach. Ey, da gibt es ja einfach. Also, es gibt ja, also mal ein kleines Side Note. Es gibt ja diese große Diskussion, wer hat zuerst geschossen? Han Solo oder der Alien. Greedo. Greedo, natürlich weißt du den Namen. Wundervoll. Ah, ich finde das immer sexy. Naja, auf jeden Fall gibt es da diese große Frage, wer zuerst geschossen hat, weil das hat ja auch einen riesen Einfluss auf das ganze Universum. Ich habe nur diesen einen Ausschnitt, da gibt es glaube ich irgendwo ein YouTube-Video, wo irgendjemand Harrison Ford fragt, who shot first? Und er so, I don't fucking care. I don't give a damn. Ja, aber recht hat er, Mann. Es ist auch einfach, also mir persönlich ist es auch relativ Wumpe, also ich bin da auch einfach nicht so, an der Stelle auch einfach nicht so krass drauf, wie vielleicht manche andere Fans. Aber es gibt tatsächlich hier einen Nebenquest, die man machen kann und wo man dann halt eben rausfinden muss, wer zuerst, und dann oh geht man Gott, halt ja, eben war das da rum und läuft mit den und redet da mit den mit ganzen Passanten, verschiedenen was sie Leuten gesehen haben. Genau, und also natürlich wird es am Ende nicht aufgeklärt, wer zuerst geschossen hat, aber das war auch einfach so unfassbar. Also die nehmen da halt auch wirklich hier sind wir wieder im Arcade. Die nehmen da halt auch wirklich diese ganzen Dinge, die Fanbase halt irgendwie bewegt haben, mit auf. Und das ist halt schon unfassbar süß, ja. Also, es ist schon echt schön. Das ist da fühlt man sich auch gehört. Ja, absolut. Das ist schon echt goldig gemacht. Yes, yes. Genau. Aber, gut, Kenobi ist jetzt das Letzte, was irgendwie rausgekommen ist. Also, es sind jetzt insgesamt 3 Stück. Die 4. ist angekündigt, die ja noch kommt in diesem Jahr, meine ich. Boah, ich hab so Bock. Und Ich hatte Bock, ich erinnere mich, dass ich Bock hatte. Worum ging es nochmal? Rebellen. Also das, was wirklich so ein bisschen, das ist also ein bisschen in diesem Zeitraum von Rogue One. Ja. Also quasi bevor die Pläne irgendwie an die Rebellen gegangen sind. Wunderbar. Und aber ich muss sagen, dass ich doch irgendwie mit Mandalorian am Ende vom Tag, das ist trotzdem meine Lieblingsserie bisher. Aber ich nehme an, nicht wegen Baby Yoda. Nicht wegen Baby Yoda, nee, sondern weil es halt einfach wieder dreckig ist. Ja, ne? Also, ne, Sand und so und tralala. So Outlaw-mäßig halt einfach, ne? Ja, das stimmt, das ist ziemlich geil gewesen. Aber da war ja Boba Fett auch sehr dreckig. Boba Fett war auch sehr dreckig, aber irgendwie, ja, also ich würde nicht sagen, es lag jetzt direkt an Baby Yoda, aber so ein bisschen an dem Bonding. Da kann man ja natürlich irgendwie mit connecten emotional. Ja, das stimmt, ja. Und da passiert halt trotzdem sehr, sehr viel. Und das ist halt einfach ein spannendes Thema, sage ich jetzt mal. Und dann natürlich wieder die Referenzen zur alten Reihe, die sind ja natürlich absolut Gold. Und das alles. Und ja, und vor allen Dingen, wo wir auch davon gesprochen haben, dass sich Serien Zeit nehmen, gerade in den ersten paar Mandalorian-Folgen, in den ersten beiden so um den Dreh rum, da gibt es ja auch teilweise minutenlange Szenen, wo kein einziges Wort gesprochen wird. Also, ja, wo schön, einfach, dass man sich das mal wieder traut, nicht wo wahr? Wo einfach nur so Landschaft gezeigt wird und einfach nur Atmosphäre aufgebaut wird. Ja. Oh Mann, ich mache hier dauernd Friendly Fire in den Hinterkopf der Person, die ich eigentlich schützen soll. Ich Spaß. Ach ja. Ja, nee, das stimmt. Also da traut man sich halt auch einfach mal wieder, sich Zeit zu nehmen. Und das ist genau das, wovon ich gesprochen habe. Das trauen sich Serien, Filme nicht so nicht mehr viel. Also seltener zumindest. Ja. Als ich mich da hinkommen soll. Wie ist denn das bei euch? Würdet ihr eher Filme oder eher Serien präferieren? Haut doch mal raus und schreibt in die Kommentare, abonniert die Glocke und lasst ein Like da. Ich schwöre jedes Mal. Kommentare sind dir sehr, sehr wichtig. Naja, also ich finde es halt schmu, wenn halt Leute einfach nur ihre Meinung raushauen und dann halt irgendwie nicht darauf hören, was andere dazu zu sagen haben. Ich meine, ich wollte gerade sagen, können wir noch einen Podcast auch machen, aber ja, lol. Aber nee, ich finde das nicht. Also ich meine, es ist ja, ich möchte ja schon, dass das hier eine angeregte, positive Diskussion ist. Ja. Wenn die Leute mitdiskutieren wollen, natürlich vorausgesetzt. Absolut, natürlich. Ja. So,
Frau Mädel. Was sind denn das für... Also ich erkenne leider die Viecher nicht so wirklich. Was sind denn das hier für Affen? Aus was sollen die denn sind? Aus welchem Teil? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe gerade bei dir nicht hingeguckt, um ehrlich zu sein. Ich versuche hier selber die ganze Zeit dieses Collectible hier einzusammeln. Und hab's geschafft. So, wir haben eine neue, neuen Jedi. Sehr geil. Neuen Jedi, die will ich gerade mal ausprobieren. Ach, die sind auch, die sind einfach herrlich, die Tanten hier. Die sind schon, also da bin ich ja Fangirl, also bin ich ja ein richtiger Sucker für. Guckt sie dir an. Das waren noch echte Frauen damals. Boba Fett vor einer langen Zeit in der, bei den Fangalaxien. Boba Fett fand ich übrigens auch nicht schlecht. Ist auch spannend, ja. Weil da natürlich auch eine Timeline ist, die an der Originalreihe kratzt und das auch sehr, sehr gut umgesetzt ist. Aber ja, ich muss bei Mandalorian bleiben. Also das ist einfach, das hat mich einfach so begeistert. Vielleicht auch einfach, weil es die erste Serie ist in diesem Kosmos. Aber da ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das Beste, was Star Wars seit der Originaltrilogie bewerkstelligt hat. Das ist so meine Meinung zu dem. Ich muss gerade überlegen, also ja, hast du vollkommen recht, Mandalorian ist wirklich eine, also allein der Soundtrack, gell, ey, da kriege ich ja jedes Mal Gänsehaut, der ist so affen-mega-tittengeil. Ich finde den richtig, nein, ernsthaft, ich habe den... Was ist denn für ein 80er-Jahre-Ausdruck? Ja, Schatz, ich bin ein 80er-Jahre-Kind, was soll ich sagen? Richtig Knorke sind diese Filme. Ja, sind sie. Jetzt hast du mich rausgebracht. Du Troll. Der ist ein richtig gut, meine Leute, der Soundtrack. Nee, der Soundtrack ist richtig gut, genau. Also es ist auch einfach lange her, dass ich mal gesagt habe, so, jetzt setze ich mir mal innerlich zurück, nehme ein schönes Glas Chardonnay und trinke dabei und höre dabei einen Soundtrack von irgendeiner Serie. Also, welche Serie kann das denn hier das letzte Mal von sich behaupten? Jetzt mal zwischendurch mal reingefragt, es ist nur noch dieses Character-Ding offen und da müssen wir einen Charakter haben, den wir, glaube ich, nicht haben für dieses Gespräch. Also wir könnten jetzt den Planeten wechseln. Cool, dann tun wir dies doch, weil wir haben ja auch alles leer geradet. Herzlichen Glückwunsch, so sieht eine Map aus, wie ich sie mag. Bis auf das, das macht mich fertig, aber läuft. Gut, dann, warte mal, ich, jetzt. Nee, warte, so. Ich krieg's nicht hin, ich schwör. Hallo? Der lässt mich nicht. Hier jetzt. Okay. Mensch. Wie eine alte Oma am Fahrkartenautomat. Es sind nur noch wenige Planeten, die wir noch nicht haben. Dafür müssen wir wahrscheinlich dann die restlichen Storys durchspielen. Ja. Wie wär's? Endor. Endor. Find ich auch geil. Hier erstmal in Space und dann seht ihr auch einmal, wie schön das aussieht in Space. Und das Geräusch vor allen Dingen. Was wir, haben wir das, in der letzten Folge haben wir das Geräusch angekündigt, aber nicht delivered. Das stimmt. Das stimmt. Gut. Kriegt er jetzt. So, und dann müssen wir mal gucken auf die Zeit. Wir haben 4 Minuten zu spät eingeschaltet. Haben wir? Ja. Wir kriegen das einfach mit dieser Stoppuhr nicht geschissen. Ja, es liegt einfach daran, dass wir so im Flow sind. Wir sind einfach wirklich im Flow. Am Quaken die ganze Zeit und denken, mein Gott. Ja. Schaut euch an. Grundsätzlich, also wir haben ja jetzt natürlich unsere Empfindungen, was das Star Wars-Universum geht, nur angerissen. Wenn ihr jetzt in den Kommentaren uns schreibt, Mensch, ihr habt ja einen ganz wichtigen Aspekt vergessen, ihr müsst ja nochmal über das und das quatschen, dann ergänzt das bitte in den Kommentaren, weil ich glaube, wir sind noch ein bisschen beschäftigt mit den Collectibles hier und müssen nochmal gucken, dass wir nochmal Gesprächsthemen finden. Ja, und sagt vor allem mal Bescheid, ob ihr noch Bock hättet, uns hier weiter beim Collecten zuzuschauen oder ob ihr irgendwie sagt, sag mal Leute, also solange ihr uns hier nicht die krasse Story delivered, haben wir gar keinen Bock, euch bei dem Quark hier zuzugucken. Völlig verständlich, sag Bescheid. Ich glaube, es geht hier mehr ums Quatschen. Also meine Intention wäre, dass es hier mehr ums Quatschen geht. Oh, oh, oh. Das Schiff wechseln. So. Genau. Habt ihr es gehört? Oh, ich mach Piu, Piu, Piu. Was soll denn der Scheiß? Der hat das bei mir nicht übernommen. Also. Das ist so
Das ist geil. Also, könnt ihr sagen, was ihr wollt? Es wundert mich, dass du das noch nicht als Klingelton eingerichtet hast, um ehrlich zu sein. Oh mein Gott. Ja, ich hatte, Fun Fact, ich hatte mal ein Super Mario-Theme drauf und Fabs hat mich irgendwann gebeten, es wieder rauszunehmen, weil er halt einfach nur dauernd beep, 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 beep gehört nee, hat. Es war, nee, es war so ein Münz, es war ein Münzeinsammelgeräusch. Ach ja, genau. Kling. Kling. Genau. Weißt, weißt du, was mein nerdigster Klingelton ever war? Hm? Ich hatte mal, wenn ich angerufen werde, hast du das Geräusch gehört von dem Einwahlgeräusch von einem 56K-Modem. Oh, was ein... Hä? Das ist das schlimmste Geräusch der Welt. Niemand will dieses Geräusch. Jeder Mensch war froh, als er dieses Geräusch nicht mehr hören musste, weil Gott sei Dank waren die 90er, nee, die Anfang 2000er vorbei. Ganz ehrlich, überall amused people, wenn mich jemand angerufen hat. Echt? Ja, siehste, bei mir war es genau andersrum. Und zwar mit dem Mario-Theme. Immer bei bip, 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 bip. Ist es mir mal passiert, dass ich beim Einkaufen war. Ich war gerade in der Umkleidekabine und hab mir irgendwas angezogen oder irgendwas anprobiert. Und auf einmal ging das los bei meinem Handy. Und in dem Moment fing die Nebenkabine bei mir an zu singen. Bip, 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 bip. Nein. Ungelogen! Das, ey, Leute, solche Klingeltöne schweißt die Welt zusammen. Dann, wenn mehr Leute solche Klingeltöne hätten, gäbe es keine Kriege. Ich sag's euch. Gut, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Beherzigt das. Nerd for life. Wir sind hier am Ende von dieser Folge. Wir sind auch auf 100% jetzt hier in diesem dieser Space Area. Nicht? Deswegen können wir jetzt auf Endor landen, würde ich mal sagen. Und dann nochmal die Aufnahme beenden. Super. In diesem Sinne, habt einen wunderschönen Tag. Tschüssen. Yeah. May the force be with you. Ah, tschüssen. Tschüss.